In Mexiko haben Rettungskräfte am Dienstag nach Verschütteten in einer Schlammlawine gesucht. Schwere Regenfälle hatten zuvor im Bundesstaat Veracruz Erdrutsche verursacht. Soldaten und Anwohner hätten bereits 8 Tote aus verschütteten Häusern geborgen, berichteten lokale Medien, darunter 5 Kinder. Hunderte Menschen mussten in Notunterkünfte umziehen. Seit Tagen regnet es in der Region heftig. Erst im August waren in Veracruz 13 Menschen durch Erdrutsche getötet worden.